Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Ja, wie ihr seht, Flecktarn. Ja, schaut verdammt nach Bundeswehr aus, ja. Und zwar geht es heute um die 6850-12-338-2604. Und zwar handelt sich dabei um die Schminke Tarn Gesicht. Die Tube habe ich empfangen vor 25 Jahren zum ersten Biwak. Ja, vor ein paar Tagen in die Hände gefallen beim Aufräumen im Schrank. Ich denke, da liegt auch noch was. Ja, die Tarnschminke, die ich damals benutzt habe, ja, viel ist nicht mehr drin in der Tube. 25 Gramm waren da drin. Da steht ja drauf H-1297, produziert. Polycommerce GmbH Beimerstetten. Da steht es drauf. Schminke. Ja, einmal eine Runde drehen. Schminke, Tarn, Gesicht. Jetzt fällt meine Bühnendeko hier zusammen. Ja, ist halt so. Ich hänge das kurz auf und dann geht's weiter. Ja, alle Schäden beseitigt. Hängt wieder. Ja, wo war stehen geblieben? Ach so. Schminke, Tarn, Gesicht. Ja, die Tube hat dann damals jeder Wehrpflichtige so erhalten, wenn es ins Biwak ging, für die Gesichtstarnung. Farbe lässt sich schon unschwer erkennen an dem, was hier so an dem Pinopel, an dem Verschluss noch so dran klebt. Schwarz. So, das Zeug ist noch fluffig. Also ich fand das damals absolute Scheiße, wenn man das im Gesicht hatte. Gerade, wenn man dann so 3 Tage draußen war, jeden Tag hat man diese Gesichtstarnung angelegt mit dem Zeug. Ja, durch Schwitzen, durch keine Ahnung was, das verlief alles und dann hast du dich auch nicht vernünftig waschen können, du hast es nicht vernünftig sauber gekriegt. Folglich am anderen Tag hast du den Scheiß einfach wieder da drüber geschmiert. Zwischendurch hast du ihn noch rasiert. Ja, das war alles Kacke. Die Haut sah aus wie Sau. Ja, und das Zeug färbt ordentlich schwarz, wie ihr seht. Und wie hat man die Tarnung angelegt? Z-Tarnung. Ja, ich brauche das jetzt nicht großartig erklären. Da gibt es genug Filme drüber. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie doll das Zeug hier einfährt. Finger sehen dann auch super aus. Ganz tolles Zeug. Mittlerweile, ich glaube, gibt es das in so einer Plastikschatulle mit 2 oder 3 Farben, also nicht nur Standard Schwarz. Man hat das ja hier auch so ein bisschen dann hell und dunkel gemacht, wegen der Konturenverwischung. Naja, so viel dazu. Zu der Schminke des Soldaten. Ja, hoffe euch hat das kleine Filmchen gefallen. Zu der Tarnschminke. Ja, schaut ja ganz nett aus, so in ganz schwarz. Ne? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst in diesem Kino. Ich melde mich ab. Kleiner Nachtrag noch. Ja, wie geht das Zeug am besten runter? Ganz einfach. Babyfeuchttücher, hundertprozentig. Die haben die passende Konsistenz, die haben die passende Saugwirkung. Einfach mit dem Tuch durchs Gesicht gehen und man kriegt die ganze Farbe wieder runter. So viel dazu. Also, macht's gut. Ciao.